Hab einen Kill? Hey, ich. Hä? Kann ich nicht mehr schießen? Bin ich tot? Hallöle, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Challenge. Ich bin so gespannt, was jetzt passieren wird. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt genau machen will. Ihr müsst mir theoretisch heute mal vertrauen. Vertraust du mir, ist meine Frage. Ich hoffe, du vertraust mir. Denn eine interessante Challenge ist reingekommen und an dieser Stelle wäre es perfekt gewesen, wenn ich eine Facecam hätte oder irgendwie sowas in der Art. Ich plane auch, das anzufangen, irgendwie im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres direkt rauszuhauen und irgendwie mal Facecam-Videos zu machen. Ist vielleicht in einigen Commentaries einfach cooler so. Wenn ich mal überlegen, ich denke mal, das werde ich hinkriegen. Ich muss halt eine vernünftige Webcam haben, ich muss gucken, wie ich das aufbaue, wie das alles so ist. Ist halt noch eine Menge mehr Arbeit irgendwie, aber habe ich Bock drauf. Aber heute halt nicht. Und eigentlich bräuchte ich heute eine Facecam. Deswegen müsst ihr mir vertrauen. Ich werde mir die Augen entweder verbinden oder beziehungsweise wirklich nicht schummeln. Es ist im Prinzip egal, weil ihr es nicht kontrollieren könnt. Ich kann auch einfach meine Augen zuhalten und ich werde es tun. Das kann ich euch hiermit schwören. Entweder vertraut ihr mir und glaubt ihr mir oder nicht. Folgende Challenge. Ich soll eine Drohne erreichen, ohne zu gucken. Ich war erst geschockt, als ich das gelesen habe. Fand es aber geil. Und dann... ja, in MW3 mit Sound, mit dem Lagebericht Pro ist das ja möglich. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen habe ich mir zwei Klassen fertig gemacht. Ihr könnt ja mal kurz gucken. Einmal die MP7 mit Unterstützung. Das heißt, da bräuchten wir mit Hardliner nur 3 Kills im ganzen Game. Das könnten wir auf jeden Fall schaffen. Und halt die andere Variante wäre die PP90M1. Ich habe 2 Waffen zum Spraying genommen, einfach weil ich glaube nicht, dass wir zielen werden, aber mal gucken. Ich bin auch so gespannt, wie das im Nachhinein aussehen wird, im Schnitt, wie bescheuert das aussehen wird. Aber ich bin total gespannt, ob ich das hinkriege. Ich weiß es ja halt wirklich nicht, wie schwer das ist. Noch nie ausprobiert. Ich werde es gleich zum ersten Mal machen und jetzt hier natürlich noch den Sturm mit der PP90M1. Die beiden Klassen werden wir versuchen. Ich suche jetzt einfach mal eine Frage für alle Lobby auf jeden Fall. Da hören wir die Schritte am besten. Stopp. Einmal nochmal kurz gucken. Ja, Lagebericht ist bei beiden am Start. Ich drehe mir den Sound mega laut und dann, ich mache mir die Augen zu. Wie gesagt, noch könnt ihr das nicht unterbrechen. Wir können die Challenge ja meinetwegen nochmal machen, wenn ich dann Facecam mache, aber das macht keinen Sinn, weil ich verspreche euch hiermit, ich werde nicht gucken. Ha! Die folgenden Szenen sind so witzig, dass ich diese Challenge nicht schneiden würde. Das Ganze wird nicht lange gehen. Wir machen noch eine zweite Challenge, weil das wird einfach sich als unmöglich herausstellen. Das habe ich jetzt schon mal gespoilert, aber guckt euch diese Szenen an. Ich finde das so witzig zum Angucken. Gönnt euch das. Einfach nur geil. Viel Spaß bei einfach nur Orientierungslosigkeit. Einfach so geil. So, let's go. Ich wähle die Klasse aus. Fangen wir mit der an. Jetzt sehe ich noch was und jetzt... Ich habe meinen Unterzweck-Monitor ausgemacht. Ich sehe wirklich nichts. Ich weiß nur, wo wir gespawnt sind, das weiß ich noch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich hinrennen muss. Ich höre was. Okay. Also ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Ich glaube, ich bin gestorben. Weil ich höre jetzt einen Granatenwerfer und jetzt höre ich eine andere Waffe. Also das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich stumpf. Ich habe jetzt gerade nochmal meinen zweiten Monitor ausgemacht, weil der lenkt ab. So. Ich sehe nichts. Ich sehe schwarzen Bildschirm, ich schwöre es euch. Ich hoffe, der nimmt noch auf. Müsste ja aber eigentlich. Oder? Er müsste aufnehmen, doch, klar. Okay, ich kann schießen. Irgendwie. Schritte, ich mache meinen Sound noch lauter. Also, es geht so nicht. Also, ich glaube, wir müssen, wenn, die MP7 nehmen und Unterstützung. Ich höre einfach gar nichts. Jetzt habe ich diese Todesserie. Ich höre was? Hab einen Kill? Hä? Kann ich nicht mehr schießen? Bin ich tot? Hä? Okay, ich wechsle die Waffe kurz. Ich sehe jetzt was. So, jetzt mache ich meinen Monitor wieder aus. Hä? Achso, das ist noch die alte wahrscheinlich, ne? Ich höre ja die PP90 mal. Ich schieß mal dahin. Also, das ist schwerer als gedacht. Man kann sich nicht nur auf das Gehör verlassen. Da war aber irgendwas, ich höre es. Ich bin aber tot jetzt, glaube ich. Ja. Ja, jetzt ist ja MP7 am Start. Ich weiß jetzt nicht, wo ich... Ich weiß ja nicht, wo ich gespawnt bin. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich langrennen soll. Ich muss einfach nur hören. Bin ich tot? Ja. Da ist irgendwas. Nur noch nicht. Ich weiß echt nicht, wo ich bin, Leute. Hör ich irgendwelche Schritte? Da ist irgendwas. Hä? Oh Gott, ich glaube, ich bin wieder tot. Ich höre, da ist irgendwas explodiert. Da auch irgendwas. Da auch irgendwas.
hier so. Und jetzt da so, aber ich schieße mal. Ich kann gar nicht schießen. Hä? Ach, ich bin gar nicht gespawnt gewesen? Hä? Da ist was. Ich höre was. Da. Oh, ich dumm. Ich höre doch hier Schritte. Ich lebe noch. Ich kann nachladen. Oh Gott. Also, ich glaube nicht, dass das was wird. Ernsthaft nicht. Ich kann mal gucken, wo ich bin. Jetzt, okay, ich bin jetzt hier gespawnt. Jetzt mach den Monitor wieder aus. Jetzt weiß ich, ich bin hier. Das heißt, ich kann irgendwie hier langlaufen. Da könnte was sein. Weiß ich nicht. Nein. Da ist was. Oder? Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Okay. Warum bin ich hier? Hä? Ich dachte, ich wäre hier. Okay, alles klar. Jetzt spielen wir mal eine Wahl weiter. Also 0 zu 11, das spricht auf jeden Fall dagegen, dass das irgendwas bringt. Okay. Wir werden dann eine andere Challenge machen. Ich habe noch was anderes Cooles. Das werden wir gleich. Das hat auch was mit Bewegung zu tun. Werden wir in der nächsten Runde machen. Ah! Oh, ich kann Gameplays für euch aufnehmen. Ah! Okay. Steuerung. Bewegung. Okay. Ach du Kacke, da muss ich meinen Arm... das ist ja widerlich. Okay, wo mache ich denn mein Mikrofon hin? Okay. Interessant, ich habe jetzt so ein bisschen was umgestellt hier. So, mal gucken, wie das so läuft. Das sollte eine bessere Challenge sein, also eine machbarere Challenge. Und let's go. Okay, meine Damen und Herren, Resistance ist die Map der Wahl geworden. Hier zu viert auf der Map. Und ich denke mal, das kann eine ganz interessante Runde werden. Ich kann nicht nachladen, ich kann nicht springen. Nicht wirklich. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Aber es ist geil, es ist irgendwie lustig. Also mal gucken. Lass uns also gewinnen, werden wir wahrscheinlich damit nicht. Aber lass mal versuchen, 15 Kills zu schaffen, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Das ist wer. Nachladen. Da. Ich muss immer aufhören zu laufen beim Nachladen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was für ein Opfer. Okay, da geht einer nach, das ist gut. Lol, das war fail von ihm. Gott. Jawohl, also das Aim, zum Glück geht das Aim vernünftig, das geht ja richtig. Also danke an dich, Blizzard. Die Challenge ist bis jetzt eine der kreativsten, wenn nicht sogar die kreativste. Weil, ich meine, das mit dem Zaun war auch eine richtig gute Idee. Wirklich. Aber es ist einfach nicht machbar. Also kann sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, aber ich wüsste nicht. Man sieht ja nichts. Also man hört zwar was, aber man weiß nicht, wo man ist, man weiß nicht, wo man hinschießen kann und man weiß gar nichts. Ich glaube, das habe ich. Ich weiß ja nicht, wie es aussehen wird. Aber das war halt wirklich so eine Sache. Okay, das ist halt trotzdem nicht einfach so. 15 Kills war das Ziel. Oh, das fuckt auch richtig ab, dass man nicht sprinten kann. Das ist so eine Sache. Da ist einer. Hä, wie konnte der mich so sehen? Das will ich mal kurz mal angucken. Ja. Alles klar. Alles klar, kleiner Hacker. Wo weiß der das jetzt wieder? Guckt euch das an. Guckt euch diesen Wallhacker an. Ja. Ja, guckt euch das an. Und dann rennt er genau wieder weg. Dann rennt er zurück. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist so ein harter Wallhacker.
kommt auch einer. Kleiner, hässlicher. Was war das für ein Gunfight, Alter? Da haben wir ihn gekillt. Da ist einer. Ah, shit. Ich kann nicht springen. Okay, weg. Ich kann auch nicht weglaufen. Ich sehe nichts. Ist der dumm oder was? Oh Gott. Ich fühle mich wie ein hilfloses Baby. Oder wie so ein Typ, der noch nie COD gespielt hat. So laufen die auch immer rum. Nur, dass die nicht so ein geiles Aim haben wie ich. So. Da oben war, unten war einer. Okay, anscheinend hier oben. Ah, da rennt schön rein. Jawohl. Nice. Ja, ich kann schneller laufen. Kann ich nicht, weil ich nicht sprinten kann. Oh, geil, Mario. Geil. Richtig geil. Vor allem, weil ich den auch richtig gesehen habe. Okay, diese Challenges sind fucking schwer. 15 Kills ist das Ziel. Wir haben... Wie viel haben wir denn? 8. Okay, ist machbar. Das ist echt machbar. Muss ich mich nur ein bisschen verbessern jetzt. Okay, da haben wir direkt einen. Ich muss einfach mein Aim... Ich muss das ausspielen, was ich habe. Und das ist Aim. Das Einzige, was ich habe. Ja. Wo von ihm? Ne, von dem. Okay, dann war's das mit der Challenge. Wirklich ärgerlich. Ja, 11 Kills, 11 zu 17. Ja, das war traurig. Der hat selber einen Warlock und schreibt Hacker. Tja. Ja, Atombunker werden sie durch eine feindliche Moab erledigt, habe ich geschafft. Alles klar, schön, freue mich darüber. Das waren die heutigen Challenges, die beide schlecht ausgingen, aber trotzdem an sich ja ziemlich gut waren. Aber ich muss das erstmal wieder umstellen hier. Zumindest ich kann mich ja auch nochmal bewegen. Sorry für das schlechte Gameplay, aber das waren halt die Challenges. Ich habe sie bestritten. Wie gesagt, sowas ist halt einfach mit Facecam besser. Es ist lustiger, es ist cooler anzusehen, damit Facecam, oder es ist halt einfach so, oder? Seht ihr das anders? Nein, ich denke nicht. Wie dem auch sei, trotzdem soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich komplett gefailt habe, aber das kennt man ja von mir auch. Ja. Das war's vom heutigen CD-Video. Morgen mal wieder ein Beast Gameplay. Ich habe jetzt ja herausgefunden, dass ich jetzt hier im MW3 auch Kinomodus aufnehmen kann. Das heißt, geile Runden werde ich habe sofort hochladen können. Und das freut mich natürlich sehr. Wie dem auch sei, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen, oder zu einem anderen Video von mir. Bis dann, habt noch einen schönen Tag. Ciao.